Und damit willkommen zurück zu einer weiteren Runde Minecraft Hardcore. Nach 2 Wochen Pause gehen wir heute auf Krötenwanderung. Ich habe ein bisschen was vorbereitet. Habe ich die Leinen? Habe ich die noch dabei? Die nehme ich mit zur Bastion. Das ist noch Baumaterial. Wir haben Slimeballs. Wo? Hi, Goho. Wo habe ich die Leinen hingepackt? Hä? Ich hatte doch Leinen. Die brauche ich, weil sonst wird das nicht funktionieren. Da ist eine. Habe ich sie hier reinge... Nein. Nein. Aber mir fällt gerade auf, habe ich auf den Pinsel, falls wir die... Habe ich da Effizienz drauf gemacht? Nein, das sollte ich vielleicht gerade tun. Für den Fall, dass wir das nächste Mal auf eine... Huch. Auf eine Dings stoßen, auf eine Ruine. Effizienz 5. Ach so, warte. Ach, der akzeptiert. Ich hatte die Tage noch. Das ist ja die Tage. Ich hatte eigentlich noch von einer Weile noch drauf geguckt und hatte eigentlich im Kopf, dass da doch Effizienz drauf geht. Ist eigentlich schade. Es dauert ewig, was zu prüfen. So, jetzt möchte ich aber gerade wissen: Höhlennavigation. Ich habe noch ein paar Schulkerboxen gefüllt. Wo habe ich denn jetzt die Leinen hingepackt? Oder sind die beim. Die sind beim Spawn, oder? Ich glaube, ich habe die beim Spawn hingelegt. Denn wir gehen heute auf Krötenwanderung. Ich habe hier hinten, weil das dauert ewig, bis diese Frösche wachsen. Also ich habe das Gefühl, also dafür, dass die Kaulquappen, dass da mehrere rauskommen, habe ich das Gefühl, die eigentliche Wachstumsphase dauert noch länger. Und vorher müssen die Eier ja auch erstmal schlüpfen. Das ist total schlimm. Weil wir müssen heute wahrscheinlich 2 Krötenwanderungen durchziehen. Deshalb ist es ganz gut, dass wir das Loch gemacht haben. Und ich habe auch bei der Bastion diesen 6er-Durchgang, den wir gemacht haben, für die Beacon, den habe ich jetzt auch nochmal ein bisschen frei gemacht, weil da werden wir durch müssen. Damit wir kommen da durch, aber auch, dass die Frösche hier durchkommen. So, ein paar sind hier. Das sind aber welche vom Spawn. Die hier, also die interessieren uns nicht. Die können jetzt halt irgendwo im Nether rumlaufen. So, ich muss daran denken, dass ich jedes Mal wieder, wenn wir die Dimension wechseln, genau, Leinen, dass wir die E-Taste einmal drücken, damit er den Utility-Belt und den Tool-Belt lädt. Irgendwie zieht es die Frösche ja zum Portal hier hin. So, jetzt gehen wir noch einmal zurück. Hier? Nein. Hier. Ah, ich habe das hier noch nicht durchgezogen, das ist verwirrend. Vielleicht tun wir das ja auch noch. Warte, wir müssen hier... ja, wir müssen hier irgendwie mal kurz zumachen, damit sich die Frösche nicht zu sehr verteilen. So. Ja, sonst laufen die auf beiden Seiten des Portals raus und das will ich nicht. So. Jetzt. Oh. Hallo, 1. Ah, jetzt haben wir auch gerade hier ein bisschen wieder. Irgendwie, also seit ich habe jetzt heute den Shader geupdatet und irgendwie ist die Framerate jetzt wieder ein bisschen eingebrochen. So. Und wo ist noch einer, der nicht an der Leine ist? Du bist nicht an der Leine und du willst eh raus.
So, ich habe mein Glas wieder. Ihr kommt hier raus. Dann machen wir nämlich hier wieder zu. Das mache ich dann irgendwann weg, wenn wir wissen, dass wir keine Frösche mehr brauchen. So, zum Glück seid ihr außerhalb des Wassers ja langsamer, wobei ich das verfluchen werde gleich. So, aber das geht. Oh, sehr schön. Also selbst mit Soul Speed können wir zumindest normal laufen. Oh, die armen Frösche. Okay, jetzt haben wir hier noch Speed. Das geht auch. Also solange wir nicht zu ruckartig sind, also mit zu ruckartig beschleunigen, ist das alles total okay. Das ist nämlich die Sache, warum ich nicht mit dem Elytra dahin wollte. Jetzt müssen wir einmal um das Portal herum. So, ihr seid jetzt die ganze Zeit total träge. Also wie ihr laut meint, jetzt unbedingt in das Portal reinspringen zu müssen. So, und jetzt gehen wir hier die Leiter hoch. Und ziehen sie hoch wie Luftballons. Das sieht schon sehr, sehr sketchy aus. Ah, kriege ich euch jetzt irgendwie auch... Komm schon. Okay, ich habe den erhöhten Sprung. Durch Jump Boost. Wenn ich jetzt hier auch noch hochgehe. Komm, einer. Ja, komm her. Na komm. Oh, sehr gut. Mensch. Es müssten noch immer alle 12 sein, oder? Sieht gut aus. So. 200. Und 1900, richtig? Also in die Richtung. So, ich müsste sprinten. Ja, ich kann sprinten. Alles klar. Let's go. So, was wir jetzt mal gerade testen können, ist, können wir fliegen? Ich vermute, nein. Jo, geht nicht. Also gehen wir wirklich den ganzen Weg zu Fuß. Ich nehme an, teleportieren ist auch schlecht, oder?
Also mit Enderperlen. Ich bin mir gerade echt nicht sicher, wie... Wir probieren es mal kurz. Jo. Enderperlen teleportieren nur mich und meine Klamotten und meine Items, aber nicht Dinge, die ich in der Hand halte. Also, ne, eine Leine, die ich in der Hand halte, wird nicht teleportiert. Hallo Creative, willkommen zum Stream. Willkommen zur Krötenwanderung. Einfach mal frisch in der Hölle Gassi gehen, das ruhig doch gern. Ja, also ich kann nicht mit den Chinchillas Gassi gehen, also muss ich es mit den Kröten tun. So, die Frösche sind noch da. Wie das alte Sprichwort besagt, was du nicht mit deinen Chins tun kannst, musst du mit den Kröten tun. Hat bestimmt Konfuzius oder so mal gesagt. Der hatte doch so viele Weisheiten. Meine Konfuzius dürfte zwar 100% keine Chinchillas gekannt haben, weil falscher Kontinent, aber... Ich wünsche mir gerade so hart, mein PC schreibt durch meine Tastatur. Ja, glaube ich. Das ist brutal, wenn man nur auf ein mobiles Endgerät beschränkt ist. Ich kann ja zum Beispiel auch Videoskripte. Kann ich. Also, geht nicht. Das muss ich am PC machen. Also ich kann, das, bin also soweit ich, wenn ich zu Hause bin, kann ich rein gar nichts irgendwie an Content, auch nicht vorbereiten oder so. Und dann meistens kommen mir dann nur noch irgendwie Ideen.
So, wir sind gleich da. Das heißt, da müssen wir gleich ausprobieren und hoffen, dass wir das jetzt auch hinkriegen, die Frösche da unbeschadet runterzukriegen. Aber auch dafür habe ich Vorbereitungen getroffen. Ah, da drüben ist der Eingang. Ich hätte jetzt den Laptop hier, weil es zu dunkel ist, die Tasten nicht und vom Sitzen kriege ich Rückenschmerzen. Vor allem, ich habe auch noch keinen Laptop besessen, der gut war. Das kommt noch erschwerend hinzu. So, Boys und Girls. So, hier. Ihr müsst auch hier rein. Du auch. Komm. So, alle noch da? Da ist auf jeden Fall einer verloren gegangen gerade. Aber er kommt zurück. Dankeschön. So, kommt hier, macht das hier rüber, kommt. Aber irgendwie habe ich das. Hä? Ist der Rest jetzt da oben? Das hier sind 7 von 12. Was ich natürlich jetzt hätte mitnehmen können, wäre ein Zaun oder so, dass ich die anbinden kann. Egal, gucken jetzt erstmal, dass wir die hier runterbringen. Ich nehme an, dass der Rest einfach da oben hängen geblieben ist. Ein Frosch soll bitte Kermit heißen. Das kannst du ihm doch nicht antun. Ah, ich hätte vielleicht mal die Dings anziehen sollen. Das wäre wichtig, damit ich nicht kämpfen muss. Als ob jetzt. Wo ist denn jetzt der ganze Rest gelandet? Was macht ihr da unten? Kommt hier rauf! Boah, ich wusste, dass 4 Minuten sehr knapp bemessen sein wird. Boah, das ist aber auch. Ihr guckt euch das an, die schweben direkt über der Lava. Jetzt. Guck, dass jemand hier drüben landet. Boah, ich muss. Boah, ja, Frösche fischen. Ich muss gerade an dieses Spiel, dieses Kinderspiel denken mit dem. Scheiße, der Slow-Falling-Effekt lässt jetzt einfach schon nach. Das ist doch nicht deren Scheiß Ernst gerade. Hey, es ist wie ein Jojo gerade mit denen. Die müssen sich doch das Genick brechen. So schnell können 4 Minuten um sein. Wenn wir da jetzt runterspringen, war es das mit den Fröschen und es sind auch nur noch 5. Ich werde definitiv noch Frösche offscreen nachziehen müssen. Das ist. Oh, ich hasse es gerade. So, kommt hier rüber, ohne in die Lava zu springen, bitte. Da waren es nur noch 4. Okay, wenigstens springen die jetzt nicht in die Lava.
So, rein mit euch. Wo noch ein Unglück passiert. Da sind schon mal 4, 5. Nein, nein, mein Freund, das willst du nicht. Boah, ihr seid solche Kackviecher. Super, super. Kriegen wir es jetzt noch hin, dass wir ein paar von den anderen Kröten wiederfinden? Ich meine, ich ging eh nicht davon aus, dass die es alle schaffen, aber nicht mal die Hälfte, das ist schon enttäuschend. Und ich habe echt unterschätzt, wie wenig wie kurz die Snowfalling Potions halten. Müsste nicht hier oben noch einer rumstolzieren? Deine Slowfounding Potions müssen ziemlich limitiert sein, unsere Phantome. Ich hatte ja auch noch Phantommembran übrig. Und ich krieg aus einer Membran krieg ich 3x4 Minuten raus. Ich habe das Zeug hier einmal weggeschmissen, als wir die Phantome noch hatten. Weil es einfach außer all diesen Tränken nichts gibt, was du damit tun kannst. So, wie kann man denn hier raus? Wir hatten doch hier auch einen Ausgang. Kannst auch ohne Phantommembran kommen. Ja, von Katzen, ich weiß. Aber Katzen sind auch weird. Nein! So, mal gucken. Sind noch Frösche übrig? Aber dann musst du schlafen. Ja, deswegen, also wenn wir nochmal Phantommembranen brauchen, dann mache ich einfach Phantome wieder an. Moderne Probleme erfordern moderne Lösungen. Wow, er hat jetzt durch die Dornen auf meiner Rüstung, hat er jetzt Schaden gekriegt. Boah, ich hasse es gerade so sehr. Wir hatten doch mal einen relativ einfachen Weg hier raus. Klingt ja... Löwe, Katzen sind so weird. Katzen sind weird. Sie können den Aggregatzustand wechseln. Was? Ja, sie können sich verflüssigen. Deshalb rennt Creeper also vor ihm weg. Ja gut, Katzen haben möglicherweise eine Verbindung zu Ghasts, beziehungsweise Ghasts sind vielleicht das, was aus Katzen wird, wenn sie sterben. Dementsprechend ergibt es Sinn, dass Phantome und Creeper Respekt vor ihnen haben.
So, das war ein bisschen unsanft. So. Hauptsache, ihr lebt alle noch, ne? So, wir müssen es jetzt hinkriegen, dass ihr alle fallt. So, ich weiß gerade nur nicht, wie der Fallschaden bei Fröschen aussieht. Der ist ja reduziert, aber ist nicht komplett. Kannst du bitte nicht hier rumspringen? Ich will, dass du da runter gehst. Hey, diese. Weißt du, wenn sie runter sollen, dann kommen sie hoch. Wenn sie hoch sollen, dann kommen sie runter. Ich habe nur noch einen Trank. Deswegen wäre es mir lieber, wenn es so geht. Jo, so viel dazu. Wir probieren, ob wir noch mal ein paar Frösche mitnehmen können gleich. Also auch von den warmen Fröschen. Bei 5 sind mir ein bisschen zu wenig. Einer davon hat jetzt überlebt. Aber der eine ist es jetzt eigentlich auch nicht wert, dass So, wir können auf die Weise vielleicht. Hau ab, du Scheißvieh. Es ist übrigens auch praktisch, wenn man jetzt nicht mehr boostet mit der Leertaste. Aber es scheint nicht so, als hätten die übrigen Frösche überlebt. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall etwas, wo wir sie anbinden können. Und wir brauchen mehr Slow Falling Potions. Guck ihm in die Augen und sag ihm, er ist es nicht wert. Ja, wenn er nicht auf mich hört, wenn er nicht... Ich will ihn zu einem Land bringen, wo Magma Cubes fließen, okay? Lava und Magma Cubes. Ein komplettes All-You-Can-Eat-Buffet. Und er will ja einfach nicht hin. Natürlich der Traumort, der Traum jedes Frosches. Ja, natürlich. Also, die wissen meine Großzügigkeit überhaupt nicht zu schätzen, diese Tiere. So, ihr seid nicht die richtigen Frösche, sorry. Was willst du sein lassen? Das Schreiben. Nein, das kannst du doch nicht tun.
So, ich binde die jetzt einfach alle überall fest. Kann sein, dass das Tierquälerei ist, aber es ist mir egal. So, du kommst mit, du kommst mit. Hier sind noch Kaulquappen, also kann ich auch notfalls wieder nachzüchten. Das Praktische an Jem'Hadar ist, dass man immer mehr züchten kann. Wieder diese Schnellschreibefunktion aus. Ich hab die noch nie benutzt. Ich weiß auch überhaupt nicht, wie die funktionieren soll. Not gonna lie. Also das ist... also ich sehe Leute, die so schreiben. Aber ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll. So, kommt aus das Portal raus. Okay, müsst ihr gar nicht. Alles klar, dann kommt nicht raus. Komm aus das Glas raus. So, wir nehmen auch die Frösche mit, die jetzt hier sind. Wenn sie unbedingt im Nether rumlaufen wollen, dann können sie auch dazu das All-You-Can-Eat-Buffet haben. Ich bin mal gespannt. Also kann natürlich sein, dass dadurch die Froglight-Produktion sehr unausgewogen ist am Ende. Aber sei es drum. Huch, so. Sie sehen einfach so echt aus wie Luftballons. Du schreist ungefähr über die Buchstaben, die brauchst du dann, die Autokorrektur schätzt dann. Ja, und dafür muss man sich auf die Autokorrektur verlassen. Ich meine, es ist aber weitem nicht mehr so schlimm wie früher. Also ich finde, meistens ist die Autokorrektur doch recht akkurat. So, da ist noch ein Frosch, wie auch immer der da hingekommen ist. So. So kann man ja unbegrenzt viele Leinen an einen Zaun binden. Das geht ja. So, dann müssen wir ins End. Wobei, warte, nee, wir müssen noch, wir müssen Slowfalling Potions machen. Muslosium, wie viele kommen lebend an? Ja, könnte man machen. Dafür müssten wir aber gleich erstmal sehen, wie viele Frösche wir haben werden. So, pass auf. Wir brauchen einmal kurz das hier. Wir haben so viele Phantommembranen noch. So, das müsste genügen, ne? Ach nee, Schießpulver machen wir auch noch. So. Dann haben wir 4x4 Minuten. Das sollte eigentlich genügen.
Vorausgesetzt, wir verlieren nicht wieder die Hälfte der Frösche. Aber ich denke, diesmal benutzen wir einfach Elytra plus Slow Falling. Dann sollte es eigentlich gehen. Pass auf, wir zerstören einmal das Bett, damit wir gleich am Weltspawn erscheinen. Huch. Ach, hier ist. Guck mal, wer hier ist. Er dachte einfach, er könnte entkommen. Guckt euch den Pisser an. So, du kommst auch mit. Ich glaube, das müsste auch noch einer von den Wüstenfröschen sein. Kannst auch den Trichter auf den Brauchstein in der richtigen Reihenfolge alles reinmachen. True. Muss gleich mal, erinnere mich gleich dran, dass ich mal gucke, ob ich das drauf mache. Vielleicht dann auch mit einem Hebel, dass der dann sonst gesperrt ist, dass ich da nicht versehentlich was reinmache oder in der falschen Reihenfolge. Na komm. Oh, warum sind Frösche so absolut schrecklich? Kann ich mit dem F3-Menü sehen, ob also was für eine Art Frosch das ist? Na, damit sehe ich nichts, aber ich glaube, damit bin ich auch gerade zu weit weg. Ich glaube, er muss, glaube ich, in Nahkampfreichweite sein, damit das zählt. So, komm her. Nee. So. So. Dich lasse ich leben. Ich habe zwar gerade deine Mutter abgeschlachtet, aber okay. Wenn ich durch einen Hoglin sterbe, dann können wir daraus eine Story machen, dass es dieses Hoglin-Baby war, das groß geworden ist. Und sich Rache geschworen hat. Das wäre krass. Ja, in der Tat. Und Hoglins hauen gut rein. Also wenn ich mal irgendwie mit Elytra rumlaufe und am besten noch außerhalb einer Beacon, dann könnte so ein Vieh durchaus mal die Todesursache sein. So. Wenn das Squad Hops und... Was? Wieso zählt das denn jetzt? Ah, get each... Okay, wir müssten einmal jeden... Ja, dann kriegen wir, wenn alles gut läuft, kriegen wir heute auch noch ein anderes Achievement. Nämlich das Captain Planet Achievement. So, ich weiß jetzt gerade nicht, wie viel ich hier an der Leine habe. Ich würde ja die Fäden zählen, aber das hilft auch nicht. Naja, ich gehe sowieso davon aus, dass gut Schwund sein wird. Das sind 5 Stück. Komm. Komm her. Einer ist noch da, ne? 2 sogar.
Ja, ihr müsst auch. Komm her. So. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Scheint sogar ganz gut gezählt zu sein. Was muss man dafür machen? Alle drei Froglights nebeneinander. Huch, nein! Hä? Ich hab doch das Bett weggemacht. Oder warte, es zählt wahrscheinlich, weil ich es wieder an die gleiche Stelle gesetzt habe, ne? Warum hast du überhaupt ins End gemacht? Weil das End als kaltes Biom zählt. Und ich sich von dort aus dann auch problemlos zum Spawn bringen kann. So. So, ihmchen noch und dann müsste es ja eigentlich das gewesen sein, ne? Also solange jetzt da unten keiner rumläuft. So, kein weiterer Frosch mehr. So, ich kann, das Nachteil am Misas Pack ist, ich kann die Froscharten nicht eindeutig auseinanderhalten. So, das sind aber ein paar zu wenig. Da ist noch einer. Das sind zumindest schon mal 10. Es wäre halt schon mal gut, nicht ein Fünftel oder ein Sechstel zu verlieren, bevor wir überhaupt im Neta sind. Heidi, Austria, willkommen zur Krötenwanderung. Wir müssen uns jetzt irgendwie zum Portal durchschlagen, aber die Nacht ist auch gleich vorbei. Du bist doch noch einer von den Endfröschen. Also mit einem Verlust kann ich leben. So, ich weiß nicht mal, ob das alles, ob die Endfrösche sind oder ob das vielleicht auch welche von den normalen sind, aber wir müssen eh von Schwund ausgehen. Da ist noch einer. Das ist eh, so ähnlich wie ein Sack Flöten. Ja, tatsächlich. Das trifft es eigentlich ganz gut, weil so viel wie die rumspringen. Es ist tatsächlich gar nicht so abwegig, der Vergleich.
So, kommt. So, die kommen auch noch mit. Ihr seht aus, als wolltet ihr ein Ticket ohne Rückreise an einen Ort, wo es ganz viele Magma-Slimes gibt. So, das sollte es tun. Es bleibt niemand zurück, so wie es aussieht. Ich werde definitiv auch bestimmt nochmal Frösche herbringen müssen. Wobei wir müssen auch gucken, wenn wir gleich die Farm in Betrieb nehmen, ob es mehr Magma-Slimes sind oder ob sich die Frösche schon um die Slimes prügeln. Weil sonst müssen wir vielleicht eher gucken, dass wir die Herde ein bisschen wieder ausdünnen. Keine Sorge, wahrscheinlich werde ich die Frösche dann nicht töten, sondern ich werde gucken, dass ich welche rausnehme. Und dann irgendwo in Sicherheit bringe, wo sie sich nicht umbringen. So, jetzt brauchen wir all diese Frösche an der Leine. Ich glaube, ich würde behaupten, ein Sack Flöhe ist einfacher als diese Viecher. Huch, da ist noch einer übrig. Du kommst mit. Dann wird der Chat in nächster Zeit wohl langweilig. Ja. Ich weiß nicht, ob man jetzt glauben wird, aber ich werde schon müde und ich kann nicht mehr so lange wach bleiben. Das ist aber nicht typisch für dich. Ich muss die 37 aufstehen. Ja gut, wenn man natürlich dann mal einen Schlafrhythmus auch einhalten muss. Das ist natürlich dann was anderes.
Ich muss gerade in so ein. Das ist eigentlich ziemlich dystopisch. Wo bist du denn? Ich bin auf dem Netherdach. Der beste Ort, um die Frösche zu transportieren. Ich muss gerade in so. Es ist, finde ich, so eine dystopische Vorstellung. Du bist ein Frosch. Da wirst du vom Spieler an die Leine genommen. Wirst irgendwo in eine andere Dimension geführt. Und darfst dann den Rest deines Lebens damit verbringen, Magma-Cubes zu essen und Froglights rauszuscheißen. Und ich weiß, ich meine, gut, die Frösche fressen ist freiwillig. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass es so krass schmerzhaft ist, aber. Es ist schon ein bisschen krass. Auf die benötigen wir jetzt sowieso nicht. Das Problem ist, man hat hier halt, finde ich, keine Achse, an der man sich orientieren kann. Deswegen hat man gar kein Gefühl für Richtung. So von ich finde das schon ganz übel, was schämst du dich denn gar nicht? Aber ich brauche Froglights. Es geht nicht anders. Und Hitler brauchte Arbeitskraft. Ja. Aber wie gesagt, ich glaube, wenn es den Fröschen Schmerzen bereiten würde, Magma Cubes zu fressen, würden sie sie nicht fressen, also nicht wiederholt. So, pass auf. Warte, wir lassen es. Wir gucken erst, dass sie hier alle ins Loch gehen. Wie denkst du, schmecken Magma Cubes? Aber warte, das ist falsch, was ich hier mache, ne? Weil. Jetzt kann ich sie schlecht mit der Potion treffen. Ich weiß gerade nicht, was haben Splash Potions für einen Radius? Boah, guckt euch das an, wie langsam wir jetzt hier runterfliegen. Manche von euch werden sterben. Aber das ist ein Risiko, das ich bereit bin einzugehen. Hi Flami, willkommen zum Stream. Du hast gerade den langweiligsten Teil der Krötenwanderung verpasst.
Ehrlich, diese Frösche wissen gar nicht zu schätzen, was ich für sie tue hier. Huch, was mache ich da? Nein, du sollst den nicht losbinden. Welcher von den Fröschen ist jetzt ohne Leine? Der hier. Kommt her. Wenn ich mir so hier komme und dich an die Leine nehme und hoffe, dass du das zu schätzen weißt. Klingt verlockend. So, pass auf. Hier. Boom. Und jetzt geht ihr bitte alle da rein. Jeder einzelne von euch. Netter Versuch. Es gibt kein Entkommen. So, ihr macht zwar keine Anstalten, aber Gleichbehandlung. Hier kommt jeder an die Leine. Aber dieser zweite Versuch war doch schon mal wesentlich erfolgreich, auch wenn uns ein paar trotzdem verreckt sind. Musst du den Zuschauer auch an die Leine. Es kommt drauf an, solange alles schön safe, sane und consensual ist. So, haben wir jetzt alle hier schön eine Leine? So, die Kiste hier muss ich sowieso noch... Okay, ihr seid safe. Ich muss eh gucken, dass ich Leinen dauerhaft in meiner blauen Kiste drin habe. So. Ich würde ja versuchen, sie zu zählen, aber ich glaube, das ist hoffnungslos. Moment, konnte man aber nicht. Konnte ich nicht von denen hier. Den konnte man noch, glaube ich, Zäune machen, ne? Yo. Pass auf, dann tun wir das nämlich mal gerade. Keine Leine, ich bin der Teil der Bevölkerung, die für Unterkunft und Nahrung sorgt. Was hat denn das eine mit dem anderen zu tun? So, sollen wir die Farm aktivieren? Ich finde, wir sollten die Farm aktivieren. Aber dafür brauchen wir auch irgendwie einen Ort da oben, wo wir... Das Ding ist, wir müssen die Farm halt auch im Zweifel wieder deaktivieren können. Ich überlege gerade, ob es Sinn macht, den Spawn auf dem Spawner dauerhaft blockiert zu halten. Haben wir Glas?
Das heißt, dass ich kein Frosch, sondern ein Froschhalter bin. Dieser hier, Sir. Und meine Frische folgen mir durch meine Flöten muss. Kannst du Flöte spielen? Sieben. So, nicht wundern, das hier ist nur mein AFK-Spot. Pass auf, wir machen. Wo wir doch schon hier das hochlaufen lassen, können wir ja auch sagen. Wir machen hier. Leider nicht, aber in der Realität habe ich auch keinen Froschhalter. Was nicht ist, kann ja noch werden. So. Es gibt nichts, was durch Tür, was im Nether, was Türen öffnen kann, oder? Also eine Eisentür sollte sowieso durch nichts möglich sein. Ah, jetzt habe ich irgendwo noch eine Eisentür übrig. Tatsächlich. Boah. Hier, tatsächlich. Mensch. Bro-Move, den ich hier bringen muss, einfach in der Ergotherapie ein Hentai zeichnen. Ja, das ist, ich kann nicht garantieren, was dann passiert. Warte, Glas übermittelt kein Redstone-Signal. Also muss ich es sogar so machen. Na. Das geht. So. Was sollen die machen? Das Bild ausleihen. Ja, gönn dem Personal doch auch mal was. So, wir haben hier unseren Safe Space. So, to be honest, fühle ich mich hier mit dem Elytra gerade ein bisschen nackt. So, wo ist mein... Hier, Potions. Splash Potions of Slow Falling kann man auch durchaus mal brauchen. Ich weiß, WLAN hier hat einen Filter für nicht jugendfreie Sachen. Ja gut. Das wird ja auch ein nicht zu vernachlässigender Teil der Klienten dort minderjährig sein. Da müssen sie halt mal ein paar Wochen ohne auskommen.
So, die Frage ist, wie komme ich hier da rein und dann auch ohne Probleme wieder raus? Warte, kann ich von hier aus... Pass auf, wir müssen... Wir kommen leider nicht bis ganz bis zur Diagonalen. Na super. Das ist jetzt gerade ganz toll. Filter nicht da wäre. Keine einsetzen mit seinem Schutz besser als jeder Jugend als jeder Filter. Ja gut, aber du weißt nicht, was wie weit die Leute auch zum Teil vielleicht einfach komplett enthemmt sind. So, Magma Cream kriegen wir auch noch bei der Gelegenheit hier raus. So. Ach ja, stimmt, ich hab's gewagt, meine eigene Kiste aufzumachen. Also, ihr seht, die müssen mich jetzt canceln. Und dann lassen sie sich von Gold ablenken. Tja. Aber diese Revolution wird nicht erfolgreich sein. Stimmt, hier habe ich irgendwas gemacht mit, weil hier Lava war. Was auch immer zur Hölle er da macht. Er ist im Glas gespawnt, oder? Also wenn wir Pech haben, dann haben wir hier teilweise auch Magma Slimes hier draußen, oder? Okay, aber sie glitschen sich wieder raus. So. Dann schauen wir doch mal, ob die Frösche auch hinterherkommen mit dem Fressen. Weil es kommt, wenn ja dann die großen Slimes spawnen, die sich noch schön aufteilen. Die müssen ja theoretisch, egal wo sie sind, immer in Kontakt. Ja, genau, sie sind auch in Kontakt, man sieht es nur nicht. Jetzt kamen einfach drei große auf einmal. Und das Fiese ist, sie kriegen ja doppelten Schaden, weil es vom Schnee ist. Also Magma Cream werden wir auch nie wieder farmen müssen. Ist wahrscheinlich eher noch ein Abfallprodukt. Aber ich habe das Gefühl, dass das Hopper Minecart hier gerade voll läuft und deswegen die Froglights da nicht... Aber es kann doch nicht voll gelaufen sein.
Das kann doch nicht vollgelaufen sein. Also hier bleibt nämlich einiges über, was das Teil nicht aufhebt. Aber es hat eigentlich ziemlich zuverlässig alles aufgehoben bis jetzt. Hier, das Grüne, die Grünen hebt es auf. Also irgendwas stimmt mit dem Sammelmechanismus nicht. Irgendwie sind da Slots geblockt. Was für mich dafür spricht, dass es nicht ordentlich, na. Baut aus Versehen die schnellste Farm der Welt. Wenn die schnellste ist, was anderes. So, Hopper Minecart. Wenn die halt nur so einzeln in den Slots lagen, dann sind die natürlich nicht korrekt. Na und so. Die Frage ist, wir müssen es jetzt manchmal testen. Ja, schon haben wir schon den ersten Stack von den gelben. Kann ich noch zwei Hopper dazu machen? Ohne dass die geblockt werden von den Redstone-Blöcken, die das, die hier die Schienen versorgen. Okay, das geht. Auch keine Quasi-Konnektivität über die, na, über hier? Nee. Alles klar, das geht. So, dann schicken wir es dieses Mal in die andere Richtung, das Minecart. Es ist ja weitergelaufen, also müsste er ja einiges aufsammeln. Recam ist einfach so praktisch dafür, weil das hätten wir von oben niemals gesehen. Ja, noch sammelt er alles auf. Weil es reicht eigentlich theoretisch, wenn zwei Slots blockiert sind, weil Magma Cream wird ja auch einen Slot blockieren. Oder natürlich, wir schicken ein zweites Hopper-Minecart hier durch. Weil das Ding ist, ein Minecart irgendwie einfach abzubremsen, ist ein Krampf. Na gut, später können wir das Sortiersystem sowieso noch. Ob wir da ein Sortiersystem hinmachen, weiß ich nicht. Weiß nicht, ob sich das lohnt. Ich meine, wenn man die Kapazität später erhöht, kann man es bei der Gelegenheit ja eigentlich machen. So, die Frage ist, reicht es von den... Sind es eher vielleicht sogar noch zu viele Frösche? Die Spawnrate variiert ja auch. Aber man guckt, die Kleinen leben jetzt nicht so lange. Aber wir sehen schon, das Minecart sammelt sie. Doch, sammelt sie auf. Noch sammelt es auf. Also, es sind eigentlich. Also wenn ich mir diese Spawnraten angucke, würde ich sagen, im Durchschnitt sind es sogar ein paar Frösche zu viel. Das heißt, theoretisch könnte man auch noch gucken, dass man ein paar von denen, die überrepräsentiert sind, rausnimmt. Aber eher nicht, dass man nochmal Frösche hierher bringen muss. Es wird noch alles schön aufgesammelt.
Na gut, wir haben das Minecart natürlich auch vorhin zurückgesetzt. Die Frage ist immer noch, kann es die Items schnell genug in die Kiste abladen mit 7 Hoppern? Mein Hopper haben eine Rate von 2,5 Items pro Sekunde. Und es wird weniger als eine Sekunde auf jedem Hopper verbringen. Man, theoretisch könnte man vielleicht sagen, dass man hier die beiden Booster-Schienen weglässt. Weil er dürfte genug Schwung haben. Okay, wenn du jetzt gehst, dann wünsche ich dir eine gute Nacht, Creative. Also noch hebt er aber alles auf. Wir können mal kurz versuchen, ob wir einen Blick auf das Inventar werfen können. Okay, ja doch, das läuft voll. Das ist zu schnell. So, den hier benötigt er sowieso nicht, aber wir wissen jetzt auch nicht, in welcher Richtung. Also wir wechseln ja schon mal die Richtung, wenn wir hier arbeiten. Deswegen machen wir es mal auf beiden Seiten. Wichtig ist jetzt natürlich die hier. Das heißt, wir haben auch eine Redstone-Quelle hier weniger. So, kommt es jetzt noch? Ja, das dürfte ein bisschen langsamer sein. Es wird auf Max-Geschwindigkeit sein, wenn es hier durchkommt. Huch, nein! Gott verdammt. Es könnte es gerade so verlangsamen, dass jetzt es sich schneller entleert, als es Items beziehen kann. Ja, das sieht schon mal gut aus. Ah, ich habe das Gefühl, es ist jetzt genau richtig. Huch. Wir müssen es einmal erwischen. Wenn es ein, zwei Items behält, ist es ja auch egal. Es wird ja nicht in jeder Runde gleich viele Items aufsammeln, aber das sieht gut aus. So, wir gehen nochmal hier gucken. Aber ich bin zufrieden. Weil wir werden ja euch, ich glaube nicht, dass wir die Dinger so häufig benötigen werden. Und wenn das hier safe ist, kann man hier ja auch gut AFK farmen.
Und da müssen wir uns langfristig überlegen, wie wir diese Bastion hier komplett terraformen. Wir werden und am besten auch das umliegende Gebiet. Was wiederum bedeutet, dass wir Eis benötigen werden, und zwar jede Menge. Also zumindest ist schon mal kein Leerlauf hier. So, ich meine, schön ist was anderes, muss man ganz klar dazu sagen. Aber es erfüllt erstmal den Zweck, dass wir Froglights bekommen. Wir haben auf jeden Fall eine Überproduktion an ockerfarbenen Froglights. Die werden wir auch noch benötigen. Genau, wir können eigentlich bei der Gelegenheit, wir nehmen einen von denen und einen von denen. With our powers combined, genau, das haben wir jetzt auch. Aber dann können wir nämlich damit den Kartenschrein schon mal vervollständigen. Da hatte ich ja vier Nischen eingeplant und eine haben wir ja mit der Seelaterne gefüllt. Ich würde halt am liebsten halt noch gerade das Sortiersystem ein bisschen erweitern. Weil das ist sehr wenig, was wir hier gerade haben. Wenn ich nämlich hier mal länger stehen sollte, dann wird das volllaufen. So, so, okay, es geht nur bis hier. So, und wie wir das hier noch schön gestalten, müssen wir dann ein anderes Mal klären. Habe ich hier schon mal irgendwo... Nee, habe ich nicht. Das ist so ein Chaos, was wir hier gerade zurücklassen. So, und der. Dann brauchen wir... wir nehmen auch mal hier den mit, weil wir haben ja festgestellt, Zäune sind ganz praktisch zwischendurch. Dann Leads packen wir da rein. Slimeballs irgendwo, wo wir Frösche züchten. So, dann verziehen wir uns aber auch erstmal von hier. Huch.
So, warte. Langfristig brauchen wir natürlich auch einen besseren Weg hier raus. So. Kannst du bitte mich da hinlassen und Dankeschön. Ja, so eine Jump Boost Beacon ist schon sehr geil. So, jetzt bist du auch noch hier. Ja, super. Aber es sind, wie gesagt, eigentlich eher schon zu viele Frösche. So, jetzt müssen wir mal kurz ein bisschen das Inventar aufräumen. Das ist irritierend, dass man hier die Leiter so schlecht sieht. So, diese Schulkerbox benötigen wir jetzt auch nicht mehr. Ich werde aber wahrscheinlich mich schwer damit tun, die Frösche, die wir jetzt hier gezüchtet haben, auszuwildern. Aber wahrscheinlich, genau dann, wenn ich das getan habe, brauchen wir sie wieder für irgendwas. So, pass auf. Wir warten aber mal ein paar... Ganz ehrlich, Wassereimer, scheiß drauf. Dann, wir brauchen die Slimeballs. Dann kann diese Schulkerbox nämlich wieder hier rein. Den packen wir hier rein. Und hier. Dann packen wir kurz die Slimeballs weg. Die müssten irgendwo hier unten sein. Zusammen beim Honig, glaube ich. Jawohl. Ah, hier ist aber gerade die Framerate immer noch wieder eingebrochen, stelle ich fest. Sind Entity Shadows wieder an? Ist, das war ja bei...
Nee, Entity Shadows sind off. So, aber wir hatten ja was vor. So. Da drüben ist blau. Ich weiß jetzt gerade nur nicht mehr, in welche Richtung ich die anderen verteilt hatte. Wenn ich es richtig im Kopf habe, war es rot, blau, gelb, grün, aber es kann auch anders gewesen sein. Rot ist in der Richtung. Nein. Dann ist gelb in der Richtung und grün ist dort. Ich weiß nicht mehr, wie es genau war in der Vorlage, die ich gemacht habe, die ich referenziere. So, pass auf. Hier. So, was habe ich jetzt gesagt? War jetzt. Hätte ich mal aufpassen sollen. So, gelb ist dort drüben. Und grün ist dort. Ich bin sehr gespannt, wie das wirkt, wenn es fertig ist. Ah, okay. Wir müssen gucken, dass wir hier das Licht beibehalten, weil sonst haben wir Spawning Spots. So. Wie gesagt, wir brauchen Froglights, um hier weitermachen zu können. Aber wir können die ja jetzt produzieren. Das heißt, andere Dinge, die wir heute tun könnten, wären zum Beispiel die Verbindung zum Spawn. Das ist kein Riesenakt. Das sollten wir endlich mal hinter uns bringen, jetzt wo wir da auch eine dauerhafte Portal-Node haben. Frage ist, habe ich irgendwo Seelenerde? Weil die müssen wir vielleicht sonst auch nochmal holen. Glas haben wir, Seelenerde haben wir nicht. Brauchen wir beides keine Unmengen von. Wir nehmen einfach mal die 4 Stacks mit. Ich muss echt wieder Glas in Auftrag geben. Farbiges Glas habe ich ja schon vorbereitet für die Statuen.
Ah, guck mal an, wer hier gespawnt ist. Ganz ehrlich, ein einziges Netagolderz ist es jetzt nicht wert. Wow, habe ich mit dem 4 Stacks hier anscheinend sogar ganz gut geschätzt. Also wirklich, das ist unhöflich. Nein. Erst eine Stunde. Überstunden machen, weil sich zusammen mit einer reduzierten Amtszeit einplant. Zwei Stunden, okay. Major Insel, total, okay, also dass irgendwas ausgefallen ist und du jetzt da sofort hin musst, oder wie?
Das stimmt, jetzt brauchen wir aber nochmal, Na, warte, das ist fies. So. Ja, es ist immer krass, wie viel von unserer Gesellschaft nur funktioniert, weil sich Leute halt auch regelmäßig, weil Leute regelmäßig Überstunden machen oder sich halt außerhalb jetzt von Bereitschaftsdiensten oder so halt aus dem Bett klingeln lassen. Also wie viele Gespräche mit der Polizei, als ich noch während meines Anerkennungsjahres in der Jugendhilfe dann nachts um 3 geführt habe, weil man dann der Meinung war, dass man jetzt genau um diese Zeit sofort die Kontaktdaten von den Eltern oder so bräuchte. Wo ich mir denke, das kann das nicht bis morgen früh warten. To be fair, ich hätte was wahrscheinlich auch dann einfach den Beamten einfach vertrösten sollen, aber wenn die Polizei halt anruft, ne? Ah, okay, ich habe hier doch. Ah, hier habe ich durchgezogen. Habe ich. Hier habe ich das gemacht? Okay, ich habe es nur an der Seite anders gemacht, okay. So, das hier muss ich mir überlegen, was ich jetzt hier mit dem Weg mache. Was ist. Okay, was hat er jetzt für Krämpfe?
Und da haben wir keine Steine mehr. Boah, Sniff Sneak ist hier gerade sehr hilfreich. Ah, wir müssen unsere Rüstung reparieren. Ich glaube, ein paar Steine sind zu wenig, aber wir können auch wieder welche rauskloppen, damit wir die Fenster einbauen können. So, pass auf. Dann hat sich nämlich das erledigt und dann brauchen wir mich auch nur ein bisschen Glas. Und dann hat sich das auch schon. So, einmal die 10, 11, 12. Der ganze Shit kommt gleich wieder in das Sortiersystem. So gefühlt dauert es mit Inventorio halt einfach länger alles zu reparieren, aber es ist halt mehr, dass wir halt alles immer reparieren und nicht immer nur das, was gerade dringend die Reparatur benötigt. So, wir warten mal kurz. So, mir ist aufgefallen, dass in letzter Zeit hier häufiger Blazes spawnen, aber ich weiß nicht, ob wir hier was machen können, ohne dass wir hier den kompletten Mechanismus kaputt machen.
Ah, jetzt läuft's. Mensch. Einmal noch. Wir müssen sowieso wieder einen Bestand an River-Skelett-Schädeln aufbauen. Deswegen macht es eigentlich ganz gut Sinn, wenn wir hier unsere Reparaturen in nächster Zeit durchführen. Vorausgesetzt, da oben tut sich was. Sieht denn irgendwie nicht so aus. Was ist denn hier jetzt los? Hat sich hier aber sich doch nichts geändert, ne? Hier sind keine Spawns. Hä? Da, okay, einfach. Also irgendwie habe ich das Gefühl, es ist noch nicht so optimiert, wie es sein könnte. So, jetzt überlege ich gerade, ob es irgendwas gibt, was wir auch unmittelbar tun können. Ansonsten würde ich sagen, gehen wir in die Ancient City. So, das heißt, wir müssen schon mal die rausnehmen. Das Ding ist, will ich die Schere? Siehst du, dass die Schere... Da müssen wir glaube ich, noch Effizienz draufpacken, weil eigentlich ist, glaube ich, die Sense ja auch inzwischen für Wolle deklariert, aber er nimmt sie nur in Ausnahmefällen als bestes Werkzeug. Deswegen machen wir nochmal kurz, wo ist Effizienz 5? So. Wir schauen nochmal kurz ins Aufgabenbuch. Da habe ich nämlich heute noch was hinzugefügt. Weil ich mich nämlich dann vor einer Weile gefragt habe, wo unser Ender-Drachenei eigentlich ist. Also ich weiß, wo es ist, aber wir brauchen echt mal einen schönen Ort dafür. Das sitzt, glaube ich, seit 3 Jahren in dieser Kiste. So, Spawn-Chance. Habe ich keine wirkliche Vision für Baumfarmen. Dank der Bambusfarm benötigen wir generell ja weniger Holz. So, Never-Anbindung ausbauen beträfe jetzt aktuell nur die Ancient City. Also den Weg dahin. Magma Cube und Froglight Farm. Können wir jetzt offiziell von der Liste streichen. Ist fertig. Straßen ausbauen. Ja, können wir demnächst auch mal wieder tun. So, aber aktuell nichts, was wir unmittelbar machen können. Das heißt, wir gehen in die Ancient City. Wie war das? Free the city, protect the city. Oh shit, er hat was aufgehoben. Das heißt wiederum, er muss sterben, weil sonst wird er niemals despawnen.
Das hier ist auch eine ganz schöne Strecke. So, wir müssen hier auf jeden Fall die nächsten Potions schon mal in Auftrag geben. Stimmt, wir wollten das machen, was Creative vorgeschlagen hatte mit den Hoppern. Denkt mit dran, Leute. Ich finde es cool, dass Misas Pack einfach die Awkward Potions einfach in Regenbogenfarben macht. No Effects, ganz ehrlich. Wenn du das Zeug trinkst, bist du danach wahrscheinlich sehr gay. So. Let's go. So, wir könnten, glaube ich, mal ein bisschen mehr in der Richtung uns umsehen. Das wäre, denke ich, ganz sinnvoll. Ich finde es cool, wie das hier aussieht, wie ein Gesicht und das sich dann hier so schön rauszieht. They mix chemicals in the water to make the frogs gay. Ja. Ich kann übrigens erwähnen, dass die Hochzeit, auf der wir waren, da waren Fairies anwesend, von denen zwei auch im Laufe des Abends gesuited haben. Und es war echt ein Highlight für die anderen Gäste. Danach haben wir uns gedacht, eigentlich wollen wir auch. Also, dass die Fairies, die kommen, dann auch suiten dürfen, wenn sie möchten. So, die dürften jetzt relativ isoliert sein. Die Frage ist, ist hier noch irgendwo ein Shrieker? Aber ich glaube, hier die Gegend war relativ frei inzwischen. Oh, warte, hier ist ja Dings. Ist ja Lava, das heißt, wir müssen die Wolle entfernen, weil sonst brennt sie ab. Okay, da ist irgendwas auf der... Ah, okay, du bist hier. Ach doch, er ist richtig, wenn man selber einen Suit hat. Und so 3000 Euro Hochzeitsgeld, wenn es auch ein Fursuit sein kann. Ich sag mal so, ein Fursuit benutzt du wahrscheinlich häufiger, also als ein Hochzeitskleid, das ja eigentlich dafür gemacht ist, dass du es einmal trägst.
Ich meine, was es zum Teil ja gibt, ist ja der Brauch, dass das Hochzeitskleid dann, wenn das erste Kind geboren wird, zerschnitten wird, um da das Kind dann praktisch drin einzuwickeln. Was auch, finde ich, grundsätzlich, es wäre ein cooler Brauch, wenn Hochzeitskleider nicht so absurd teuer wären. Okay, wir haben gerade einen Shrieker ausgelöst da oben, ne? Der da dürfte es gewesen sein. So, da drüben sind noch mehr Shrieker. Ich glaube, es ist wirklich das Hochzeitsgewinn, dass zumindest auf der Gruppenklassepreis auf einer Ebene mit First Suit stehen. Zumindest, dass es nach oben hin absolut offen ist, wie teuer es werden kann. Das definitiv. Vor allem gibt es bei First Suits ja auch nichts, was irgendwie, also, was massenproduziert oder in der Serie ist. Also es sind ja eigentlich fast alles Selbstständige, die das machen. Und es ist ja auch wirklich jeder Fursuit ein Unikat. Deswegen, ja. Ich würde mal behaupten, ein Hochzeitskleid ist eigentlich sogar, also mit absoluten Ausnahmen, eher noch preiswerter. Aber halt auch, ne, das trägst du ja normalerweise einmal. Also selbst wenn du mehr als einmal heiratest, willst du ja nicht das gleiche Hochzeitskleid nochmal tragen. Für 3000 ein Hochzeitskleid. Ich weiß nicht, warum mir das stehen würde. Tja. Es wäre auf jeden Fall ein teurer Spaß, das stimmt. Da gibt es doch bestimmt auch schon Videos so von wegen Fursuit versus Brautkleid.
So, das ist... Okay, ich dachte schon, was ist los, aber es ist nur die Night Vision Potion, die jetzt sich gerade verabschiedet. So, das Schlürfen hat jetzt zum Glück kein Geräusch gemacht. Zumindest nichts, was der Shrieker, was der Sensor hier auffangen konnte. Das war Nummer 2. Wo war denn jetzt hier der Shrieker? Ah, hier. So, die sind alle weg. Also wir müssten bei Warning Level 2 jetzt sein. Ja, es ist ja auch so, genau wie du schreibst, also einmal Proportionen müssen natürlich angepasst sein, aber halt auch, ne, es ist halt, hat halt jeder Fursuit sein komplett eigenes Design. Ach, du bist auch noch hier, Mensch. Genau, klar, es gibt noch die Adoptables und so, klar. Das ist natürlich für Einsteiger wahrscheinlich noch am besten, aber ja. Wenn man so viel Geld ausgibt, will man natürlich auch etwas, was auf einen zugeschnitten ist und der eigenen Persona entspricht. So, die Frage ist, wo ist jetzt hier noch ein Shrieker? Ist hier überhaupt noch einer?
Wo ist denn jetzt dieser Shrieker? Jetzt ganz ehrlich, wo soll der sein? Es kam von irgendwo von hier. Als ob jetzt hier irgendwo in diesem ganzen Skulk ein Shrieker versteckt ist. Weil ich kann das ja auch nicht ab... Also der muss ja irgendwie exposed generieren, würde ich meinen. Weil sonst könntest du ihn ja nicht vorher sehen. Also du kämst nicht an ihn ran, ohne ihn zu triggern. Aber hier ist auch noch irgendwo ein Sensor. Natürlich ist es da drunter, was kann ich auch nicht sein. Jetzt ganz echt, wo zur Hölle soll der Shrieker denn gewesen sein? Also, der kam von hier, das Geräusch. Aber ich sehe keinen Shrieker. Ich sehe jetzt nur halt das Vieh hier. Aber das ist ja nicht. Ist ja nur ein Catalyst. Ich will jetzt aber nicht mit der Freecam hier gucken. Das fände ich jetzt in dem Fall doch ein bisschen cheap. Vor allem heißt die nächste Auslösung ja auch, dass der Warden kommt. Deswegen. Wo ist denn hier der Shrieker? Beziehungsweise ich sehe auch keinen Sensor, den ausgelöst haben könnte. Ist es noch da irgendwo in dem Gang? Jetzt verlässt uns aber auch die Night Vision Potion und ich muss gestehen, ich sehe jetzt nicht wirklich ein, nochmal eine neue zu trinken. Also wenn ich meinen Alarmlevel halt wirklich sehen könnte, würde ich es jetzt auch wahrscheinlich anders entscheiden, aber soweit ich weiß, bin ich halt auf 10. Nicht auf 10, auf 3. 10 wäre schlimm, dann würden hier irgendwie 6, 7 Wardens rumlaufen. Wie gesagt, ich glaube, das wird noch ein Mysterium, wo der Shrieker jetzt gewesen sein soll. Alarmlevel, weil die Mathe heute alle wieder nicht funktioniert. Also ich hab... Huch. Also ich hab heute schon einen Schreck bekommen vom Handy. So, pass auf, was müsste... So, das ist safe.
So, die Frage ist, wo war denn jetzt hier der Weg nach oben? Ach, hier kam ich auf die... den Wehrgang. So. Wir haben einige Schatzkisten ja freigelegt in nächster Zeit, aber ich habe auch das Gefühl, dass sie demnächst nochmal was an den Ancient City Drop Tables ändern könnten. So, dann gehen wir nämlich nochmal gerade die die Schere reparieren. Huch, was ist denn hier? Ach, hier war... So. Ja. Mensch, wenn man wollte, könnte man das richtig krass aufziehen hier mit den Tunneln. Wobei ich fast sagen würde, beim nächsten Mal gehe ich wirklich aufs Netherdach. Also anstatt, dass ich sowas hier baue, weil das ist ja jedes Mal mega viel Aufwand. Auf der anderen Seite finde ich halt nur auf dem Netherdach rumlaufen auch irgendwie lame. Weil klar, man kann sich auch da ein schönes Hub bauen, aber das ist dann halt nicht Teil der Welt sozusagen. So, damit ist das auch erledigt. Wir können mal kurz die Knochen hier reinschmeißen. So, wir machen noch einmal den hier. So, die Sachen noch hier rein. Aber ich denke, da machen wir heute auch Schluss. Weil, wie gesagt, die Sachen, die ich noch machen möchte, setzen voraus, dass wir Froglights haben. Das heißt, die muss ich halt erstmal farmen. Das heißt, wir machen heute mal einen bisschen kürzeren Stream, was ja auch nicht unbedingt was Schlimmes ist. Ich muss jetzt sowieso erstmal wieder ein bisschen reinkommen. So wie es aussieht, ist am Samstag nochmal ein Sonderstream dafür, dass jetzt Dienstag ausgefallen ist. Da werden wir dann wahrscheinlich Stardew Valley zu Ende führen. Und dann wäre auch wieder der Slot, ja, frei. Ivy möchte mit seinem Anwalt sprechen, der mit dem Käfig derzeit nicht zufrieden ist. Ich habe gesagt, es sind keine Rechtsmittel zugelassen. Da hätte er sich benehmen müssen. So, ich wünsche euch eine gute Nacht und wir sehen uns dann am Samstag oder nächste Woche wieder. Bis dahin.